Wie sieht es bei dir aus? Willst du irgendwas spielen, was wir schon länger nicht Nö, ich gespielt war jetzt haben die ganze Woche vielleicht? nicht so Oder drin, groß. wollen wir auf beliebig Ja, gehen wir einfach mal auf gehen? Dann wird beliebig. uns ein Platz Genau. zugewiesen. Oh, Naja, okay. das ist das Schwierige, ne? Mit dem Feuer. Ja, Ich habe mir den Abendstimmung. Kürbis gar nicht ausgesucht. Ich habe auch einen Kürbisball. Nee, Ach da so, bist du dann, dran, ne? okay, Genau. Ich wollte gerade sagen, so einen komischen Ball habe ich mir ja nicht dann bin ich ausgesucht. dran. Ich glaube, hier müssen wir an der Seite lang, ne? Kann das Ja, sein? oder kannst du übers Feuer hüpfen, Ich das meine, geht auch. rübergesprungen sind Aber wir. das klappt nicht immer. Ja, da hatte ich, glaube ich, Ja. letztens Ja, jetzt hast du oh, ins. nicht Glück mit und dann fängt er auf da. Jetzt hast Alles du gut, ins. jetzt Jetzt versuchst hast du du es ins mit Feuer rüberhüpfen. geschmissen. Oh, der ist aber zu weit. Der ist weg. Na, Ja, der guck ist weg. mal. Aber Der ist gefahren, ey. abgehauen hier. Schade. Hier hat er zwei Augen da, dein Ball, oder Dann was? probieren wir es. Sieht so komisch aus. Ja, das ist doch ein Kürbis. Ein Kürbis. Ey, du hast das geschafft. Oh, Das gibt's der. doch Nein, gar nein, nicht. nein, Übers nein, nein, Feuer. nein, Wie hast bleib! du das gemacht? Ja, Nee. diese eine schräge Dingens habe ich, die Platte habe ich genommen. Nur nicht zu Ah, doll. Ha, der kommt ja, der war gut. gut. Schade, ne? Schade. Na, Hauptsache er bleibt. Er bleibt. Hauptsache er bleibt liegen. Das ist ja schon Genau. mal was. Und hast schon Zielwasser getrunken heute? Nee, nee. Nee. Noch nicht. Ja. Nein, nein, noch Mist. nicht. So. Haben wir super geschafft. Ja, das ist natürlich jetzt das schwere Level. Da müssen wir direkt erstmal. Ah, da ist die. Da ist die Fahne da hinten. Okay. Ja. Ey, die Augen Versuch's leuchten einfach bei mal, meinem würde ich Ball. sagen. Ja. Ja, gar nicht so schlecht. Wenn er da nicht angeschlagen wäre, jetzt kann ich auch nur über Bande versuchen. Guck mal, vielleicht kommst du ja hin. Ja, Ja, super. meiner ist aber auch noch nicht ganz so weit. Das ist natürlich jetzt, wo schlägt man jetzt an, um genau da um die Ecke zu kommen? Das ist gar nicht so einfach. Ich versuch's mal. Naja, um die Ecke ist er ja schon mal. Meine wird bei der Kante nicht langkommen, denke ich mal. Oder? Oh, doch. Habe ich das nicht Doch, gedacht. doch. Hey! Ich Der habe lag gedacht, der gut. bleibt da hängen. Der lag wirklich gut. Oh, jo. So. Überall Lagerfeuer, Ja. ja. Außer die Halloween-Köpfe Ach, fehlen hier, jetzt. ne? Okay, jetzt ist nicht hinten durch. Ja. Ich weiß gar nicht. In Wäre ja auch vielen klasse, wenn die so Leveln. ein In Halloween-Level vielen hätten, Leveln ne? ist aber, sind die Halloween-Köpfe da. Ja. Und machen so richtig Party mit den Köpfen. Finde ich echt Ja. klasse. Aber hier sehe ich keine bei Wie Minigolf. kommt man jetzt? Weil wir müssen ja jetzt hier vorne hin. Das ist ja jetzt das Problem. Ich schaue mal, ob ich einfach jetzt mal nicht an die Schräge. Nicht ganz so dolle. Ja, bleib liegen. Nee, nicht gut. Mal sehen, ob Aber ich ihn da durchkriege. machbar. Da ist er Ja, nicht der ist jetzt durchgeht. natürlich, Doch, der er ist geht jetzt ein durch. bisschen blöd. Er ist durch den Doch, doch, Schlitz doch, doch, doch. durch. Der kommt durch. Das habe ich jetzt nicht gedacht. So, das wird jetzt ein bisschen Ganz tricky, schön heiß hier im bei dem wahrsten Feuer, ne? Sinne. Ist nicht warm. Nein, nicht wieder zurück. Kürbis, was machst Ja. du? Ich hau dich gleich in die Ja. Pfanne. Das bestimmt, weil die Augen so leuchten. Ja, wahrscheinlich. Also den Durchblick hat er bis jetzt nicht. Den Durchblick. Versuch. Ja, Birgit, scheinbar hast du den verkehrten Ball genommen heute. Na, guck mal, der liegt doch immer auf. Der liegt doch immer auf dem Gesicht, du. Ja. Kein Wunder. Na? Na, jetzt Ja. aber. Super, noch So, da ist die geschafft. Noch Eckteil hier. geschafft. Wie war das noch am besten? Bei einem Eck anschlagen und dann die Ecke. Ja, es kommt jetzt. Ah, Also. meiner ist zu schwach gewesen. Ja, obwohl, dann wäre er wahrscheinlich auch. Ja, das stimmt. Wo liegt der? Ja, doch, der hätte da durchgehen können. Das stimmt.
wahrscheinlich ein bisschen schräger anschlagen, ne? Ja. Aber irgendwie kommt auf jeden Fall dein Ball immer in deine Richtung. Keine Ahnung. Ja, meiner ist ja jetzt auch blöd geschlagen. Ne? Den habe ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch geschlagen. Wie schlage ich den denn anders, der da jetzt reingeht? Also wenn ich ihn jetzt da gerade ausschlag, dann geht er weg. Also das ist jetzt auch blöd. Der muss ja eigentlich... Boah, das ist jetzt aber nicht so einfach. Nee. Ja, kommt er auch so, weil er da unten dann an... Ja, ich weiß nicht, wenn ich den an die Kante haue, ob er dann reingeht oder ob er wieder zurückkommt, das weiß ich auch nicht. Oder da vorne. Also eher hier vorne, ich würde sagen... Eher hier vorne an der Schräge, oder? Oder da hinten weiter? Doch, was hat ganz du? Gut geklappt, Birgit. Guter ja, das Tipp. War doch schon gut. Guter Tipp. Ja, da hinten genau, weiter. Der war gut. Jetzt liegt er doch schon fast vorm Loch. Wenn denn dann man diese Schräge trifft. Ja. Ja. Das geht. Und? Zack, drin ist er. Ja, genau, relativ gerade Bahn, das funktioniert. Obwohl, das kann man von hier auch. Aber... Nein. Herr Birgit, das liegt an dem Ball, glaub's mir. Durch die Augen. Schwupps. Ja. Du hast einen Leuchteball genommen heute. Also ich glaube nicht, dass ich mit den Augen immer so ein... Glück habe. Überlege ich die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich wieder was anderes nehmen. Gehen wir mal hier lang. Hm? Oh, der ist gut gehüpft. Der ist gut gesprungen. Habe ich nicht gedacht jetzt. Du hast den hier rüber oder naja, was? Ja, ich kann jetzt ja noch mal zeigen. Wo hast du den angeschlagen, Sonja? Ich habe ihn da an der Kante geschlagen. Dann ist er gleich rüber gehüpft. Zeig's dir noch mal. Hier genau. An der Kante. Da. Ja, da ist auch ein Pünktchen. Ja. Ich versuch's einfach mal. Ich hab's dir doch gesagt. Roll. Ich glaube, die Augen sind zu klein. Der will auch nicht weiter. Du musst die Augen noch besser ausschnitzen. Ja, siehst du, daran liegt das. Oh, ich hab mich schon der gewundert. Liegt vor dem Loch, ne? Ich glaub's jetzt nicht. Der wäre fast reingegangen. Naja. Irgendjemand hat den ja auch mal hier rüber geschlagen. Fragt sich nur wie. Aber okay. Versuchen wir. Nein! Na gut, der liegt zumindest schon mal da. Das ist richtig romantisch mit dem Feuer hier. Ne? Also die Atmosphäre hier ist wirklich sehr angenehm. So, wo muss ich hin? Um die Ecke. Das ist jetzt... Ja. So. Oh, ja, warte mal. Super. Ach, das war ja das Level. Da kann man ja hier rüberschlagen, glaube ich, ne? Oder? Wo? Meinst du da an den Pfosten? Nein, von hier der... durchschlagen. Ich muss mal ausprobieren jetzt. Hier. Da geht er gleich rüber. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Das der war zu weit. Ah, der ist in... Aber der war ja gut. Der war gut. Aber super. Den habe ich zu weit geschlagen. Aber getroffen hast du wirklich richtig den Punkt hier. Ich versuch's. Nein? Du bist da irgendwie gegen... Wieso ist denn die Blume so hart? Das weiß ich auch nicht. Ja, gegen die Blume da. Was ist denn jetzt? Jetzt hau ich genauso gegen die Blume. Hä? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die Blumen sind hart, da geht er nicht durch. Brauchen wir also nicht zu versuchen. Gut, dann gehen wir diesen Weg. Das ging doch eben gerade. Ich habe mir auch schon mal einmal rüber geschlagen. Ja, du hast den wesentlich, glaube ich, weiter hier vorne angeschlagen gehabt, dass er da so rüberging. Jetzt ist er drüben. Ja, jetzt habe ich ihn drüben. Oh ja, gut.
Uiuiui, ich habe diesmal auch diesen Trigger losgelassen. Das habe ich wohl nicht gemacht. Deswegen ist der weitergeflogen, Birgit. Die gute Frage ist jetzt, der liegt ja jetzt ein bisschen blöd da, ob man den erst... Naja. Wie ich den jetzt hier runterkriege. Ohne, dass er mir zu weit nach hinten... Naja, das ist, ich wusste es. Geht nicht so, wie ich... Okay, dann muss ich da lang. Oh! Nein, nicht so weit! Ja, der war doch mal gut. Aber dass der richtig da durch ist, das war doch klasse jetzt. Jetzt hänge ich natürlich hier in der blöden Ecke drin. Weiß nicht, wie ich den anschließen soll nachher. Ja. Ich stecke in der Ecke fest. Ja, weil der genau zwischen diesen... Ja. Der ist jetzt richtig. Zwischen diesen Blumen. Ja, aber den hast du aber jetzt gut eingelocht. Ich weiß nicht, weil der hier, der hat so eine leichte Abschrägung. Weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht mal her spielt. Jetzt nicht zu dolle. Gucken wir mal. Ja. Ja! Der war da auch gut. Super. So. Noch über Bande da. Das war ja jetzt echt. Den nicht zu fest und auch nicht zu locker, ne? Zack. So, ist doch schon mal da. Bleib schon liegen. Sind wir schon wieder hier in der Ecke drin? Er hätte sich noch ein Stück weiter. Das wäre besser gewesen. Nach vorne machen können, ne? Das wäre besser gewesen. Nein, nein, bleib liegen, sonst ist es auch doof. Ey, der hat ja echt ein witziges Gesicht, wenn du den anguckst, den Ball, ne? Ja. Oh, der kommt nicht ganz rüber, der ist zu schwach gewesen, Birgit. Der hat noch nichts getrunken, der Ball heute. Den hast du noch nicht eingetaucht in das gewisse Etwas. Das stimmt. Ja. Oh, der geht aber fast rein. Ah, und? Ja, weiter wollte er jetzt nicht. Oh, der ist drin. Ja, der kommt. Ah, ja. Guck mal, und das von der Entfernung aus, das ist doch super. So. Genau, der müsste da landen. Wo war das nochmal? Ach ja, hier. Ach ja, jetzt gibt es jetzt kein Loch hier. Jetzt muss man, also entweder gehst du hinten rum oder er kommt hier durch. Ja, oder er kommt hier wieder zurück. Das ist aber auch schwierig, ne? Davon mal ab. Du musst ja hier richtig treffen, um dass er entweder daher geht. Ja. Diese Kante, ich weiß nicht, ob man hier oben bei der Schräge eher ansteht. Ja, wenn man jetzt sie trifft. Sehe ich den Ball richtig. Gucken wir mal an. Was denn? Guck mal die Augen und den Mund an. Ja. Ja. Der grinst dich richtig an. Ich sag dir, das ist frech. Ja. Total frech. Ja, du gehst jetzt hinten rum, ne? Ha. Ha. Nee, ich wollte gar nicht hinten rum. Naja, doch, er kommt aber. Aber er kommt zurück. Ich halte gedrückt. Ich halte, ja, okay. Also ich bin schon zumindest hier. Ach, was mache ich denn hier? Nein, jetzt ist er gegen der gegen Kante da gekommen. So, wo geht man jetzt am besten lang? Ja. Entweder in die Runde aber so hier, ist der auch nicht gekommen, wo der hier durch ist. Also entweder da antitschen. Nee. Also richtig weit kommt der. Kommt da in der Mitte auch nicht durch. Ich versuch's mal über Bande hier. Ne? Noch nicht ganz. Hat noch nicht so ganz gereicht. Was ist das denn jetzt? Jetzt kommt er auch noch. Ja, guck mal. Ja. Naja, gut. Der Hauptsache ein Weg. Hat er gewählt, das ist ja schon mal gut. Hey, ich hatte gedacht, weißt du, wenn man ihn hier gegenschlägt, ob er dann eher hier in diese Richtung. Das kann schon sein, Birgit, dass das funktioniert. So. Oh. Wo ist er denn jetzt? Oh! Ist ja vorbeigerollt, ne? Also er ist hier auf jeden Fall hier abgeprallt. Er kam eigentlich schon
ganz gut in die Richtung von dem Loch. Oh, nee, Birgit. So. Das ist ja nicht meine Bahn hier. Nee, meine auch nicht. Okay, die hat hinten eine Kante. Da muss ich jetzt... Oh, und jetzt liegt er auch noch so schräg da. Ja. Obwohl, ich glaube, das haben wir schon mal geschafft. Irgendwie. Aber da muss man schon ein bisschen Kavons drauf haben, ja. Naja, dann mal los. Ja, Birgit. Nein, bleib auf der Ebene. Ja, wenigstens auf der Ebene. Okay. Warte. Nicht wieder ganz rund. Oh. Jetzt... Ja, nein, der ist abgegangen. Super. Aber leider zu feste. Ja. Das ist ja auch das Problem. Ja, also entweder oder, ja. Ne? Wenn man es jetzt nicht schafft, weil das hier auch so ist, dann kommt der auch wieder total... Ha! Ja, deiner ist aber oben. Ha! Nein, der ist bis oben zur Kante. Ich glaub's nicht. Da habe ich aber unglaublich Glück gehabt eben, dass der bis auf die Kante ist und dann wieder runter. Ja, das meine ich. Das ist auch so ein Schlaglimit. Ja, ein so eine Schlaglimitbahn hier. So. Ich warte auf dich. Oh, was ist das denn hier? Wo will der denn hin? Pinkball spielen. Ui, der springt. Pinkball habe ich gerade gespielt. Ich glaube nicht. Krass. Krass. Kommt da jetzt? Es rollt. Nein. Jetzt rollt er wieder runter. Der rollt echt gerade wieder runter. Ja. Wenn der doch wenigstens auf der Ebene ist. Weißt du, was ich gleich nehme? Ich nehme gleich Sekundenkleber und klebe den Ball fest, ey. Jetzt! Hör mal, jetzt! Ja, super! Das war gut, hör mal. Dieser Zickzack-Kurs hier, der war richtig gut. Das war bestimmt, weil ich gesagt habe, ich klebe ihn gleich fest. Der war gut. Da hat der Ball gesagt, okay. Ja, wahrscheinlich. Der hat sich das gemerkt. Wo muss der jetzt hin? Ach, nach dahin? Oh Gott. Okay. Warte mal, haben wir hier irgendwo einen Anhaltspunkt? Nicht wirklich. Ich würde mal sagen, da auf die Schräge. Ja, die Schräge war okay. Dann kommt er zumindest in die Richtung, Sonja. Ja, ist der jetzt? Oder so? Nein! Nein! Was war das denn? Kommt mal, der... Der ist hier an die Wände getatscht, das glaubst du ja gar nicht. Der war zu doll. Der ist eben gesprungen. Wo ist denn der überhaupt jetzt lang? Wo kommt der jetzt? Wo könnte man? Hier um die Ecke. Hier um die Ecke und dann auch noch da hoch. Eine Schräge hoch, auch noch. Und dann kann er abhauen, wenn wir Pech haben. Kann er da hinten in die Ecke abhauen? Ich würde jetzt sagen, auch wieder gegen die Schräge, ne? Ja. Nein, da kann er nicht abhauen. Zum Teil... Oh nein! Mist! Meiner ist aber weg. Jetzt bist du. Wo ist er jetzt? Nein! Ist jetzt wo willst du hin? Hier hinten. Hier in die. Nein, Gott sei Dank, er ist noch drauf. Aber. Moment, wie habe ich das jetzt eben gemacht? Also, das war doof da. Da muss er ein Stück weiter hoch. Na, darf er nicht zu weit. Erstmal treffen. Alles gut. Naja. Jetzt aber. Der war zu schwach, Birgit. Ich hatte geguckt, ich hatte ihn zu sehr hier. Der muss hier oben weiter an die Schräge. Deshalb, ich habe. Oh, der war zu doll, weiter, Birgit. Der ist weg. Der war zwar oben, aber zu weit, zu schnell. Der ist heute ganz schön am Springen. So. Ja, jetzt ist das aber auch nicht gerade viel einfacher, da mal hochzukommen. Ah! Und knapp am Loch vorbei. Da wenigstens nicht ganz raus. Aber da oben, das war schon eben richtig. Nein! Aber hier, weil hier keine Begrenzung ist. Jetzt aber hoch und stehen bleiben. Ja! So, stehen geblieben. Stehen bleiben. Ja. So. Ja, ist er. Ich meine, wir haben auch schon mal Glück gehabt, dass er gegen diesen Pfeiler da... Ja, das glaube ich doch jetzt nicht, ne?
Nein! Was war das denn? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt echt gedacht, ja, der wäre rein. Ach, guck mal, wie schön. Eine Runde schwimmen gehen. Mhm. Das hört schön, ne? Oh, jetzt grinst der Bein vorlegen, ja. Der hat bestimmt was Schlimmes vor. Ja, dich. Ja, garantiere ich dir. Der will da nicht durch, wahrscheinlich. Guck mal, das ist ja... Puh. Ja, da ist ein Punkt, wirklich. Ich versuche mal hier anzuschlagen. Ich versuche es einfach mal. Mehr als Versuchung können wir nicht. Hm? Oh, gar nicht so. Also bis da vorne bin ich schon ja, mal. Ja, vielleicht hast du das den schon mal ein bisschen schwach gemacht. Oh, nee. Oh, der ist auch was. No. Leider ist er hier ja auch am Kreuz. Das Kreuz ist das Problem. Leider ist er abgeprallt. Ja. Ja, da passt er nicht durch. Das wird nichts. Der muss wahrscheinlich mitgehen, würde ich fast sagen. Ne? Dagegen. Und dann so. Ja. Naja, war nicht so einfach hier durch. Oder so. Ja. Wird er durchgetragen? Ja. Das Problem ist, jetzt muss er die zweite ich Runde weiß nicht, ja wenn da ich wieder durch. Ich weiß nicht, dagegen kloppe, ob er da durchgeht. Gegen den Klotz, das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt gerade... Oder gegen den dann? Nein, das war noch zu früh. Das war noch zu früh. Was meinst du, den das Klotz muss man nehmen ganz oder da liegen, machen. Wo der Punkt ist? Ich versuche nicht. Oh, schade. Also wenn er nee, hier das kommt, dann geht... Gut, alles klar. Hätte ich doch das andere nehmen sollen. Aber ich glaube, das muss man jetzt ganz sanft machen, damit er den da irgendwie durchbringt. Ne? Kann das sein? Weil da kommt... Ganz sanft. Ja. Das ist auch so. Oh. So mühsam ernährt sich das Eichhörnchenbahn hier. Hm. Durch passt er zwar, aber das muss schon sehr genau sein dann. Na. Oh ne, du grinsender Ball, gehst genau dran vorbei, super. Ach, meiner war auch. Ding dong. Ja, die wollen nicht mehr. Nee, also jetzt, haben ey, die heute Abend keine Lust oder so? Das Gesicht ist genau verkehrt rum gewesen jetzt. Und dein Ball. Mal, vielleicht liegt es da drum, weil er da nicht geradeaus ja guckt. Bin ich schon wieder... Oh. So, wo, wie war das jetzt? Hier hoch musste er, ne? An der Kante anschlagen. Der musste hier hoch und dann da zwischendurch, mhm, ne? Oder da hinten rum. Na, das ist ja jetzt auch nicht gerade. Birgit ist schon voller Puste schon, ne? Na, das ist jetzt... Luft holen, jetzt geht's runter. Nee, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist eine Runde Boxen. Ah. Da kannst du mal Luft holen. Ja. Da bist du fix und fertig danach. Ich habe überlegt, nochmal Superhot zu spielen. Ne? Superhot. Was ist das denn? Das mit diesem Carbon-Männchen, wo du dann, die du so, dieses Weiße, wo du so in so einer weißlichen Umgebung, weißgrauen Umgebung bist, wo du dann so Carbon-Männchen, die auf dich zukommen, nur wenn du, oder die Schüsse, die nur auf dich zukommen, wenn du dich so bewegst. Superhot. Ja, also musst du ich dann stehen bleiben, damit Glück hier passiert, durch. David, oder wie? Ja, so das ungefähr ist, ja ist das. Nein, bleib stehen. Spiel. Nicht abhauen. Ja, nein, ich hab da schon mal ganz schön Muskelkater von gehabt. Du sollst doch nicht ins Baden gehen. Weil du kannst dich auch hinter die ganzen Gegenstände, kannst du dich ja ducken und so. Also, das ist, na, jetzt aber streng dich an, Ball. Ja, er hat dich angestrengt. Sonst kommst ah, du in den Kopftopf. Ich krieg dir nicht um die Kurve hier. Ich weiß nicht, was los ist mit dem. Meinst du nicht, dass es besser ist, wenn du oben anschlägst? Da? Dass ja, mache ich da, ja die ganze Zeit, aber es hat nicht geklappt. Ja, so, genau. Entweder habe ja, ich zu jetzt schwach geworfen. Mal. Wo muss der denn jetzt laufen? Mhm. Also jetzt, muss da hinten ja lang. Gut. Also kann ich du hast die Möglichkeit ja geradeaus oder genau, ja, oder da lang. Naja, ich habe jetzt ein Spiel hier. Ah, du bist schon drinnen, spiele ich alleine hier. Mhm. Oh, bitte nicht abgehen.
Und jetzt aber. Nee, guck mal, der ja, ist. Ja, ich habe aber schon 6 Schläge verballert hier. Gott sei Dank darum. Der ist Gott sei Dank darum gerollt. Mhm. Das glaube ich doch jetzt nicht. Nein. Was ist denn mit dem Ball los heute? Ja, jetzt habe ich Schlaglimit erreicht. Hab ich einen... Schlaglimit? Sonja, ist das der? Ja, ich habe heute mal ein Schlaglimit erreicht. Ich hätte das jetzt eher bei der ja. anderen Bahn vermutet, dass wir da Schlaglimit haben. Das ist manchmal so. So, wie ist es denn hier? Da unten ist eine Kante. Hm. Ja, was meinst du? Gerade rüber titschen oder? Ich weiß es nicht. Hast du das nicht in 1 gemacht letztens? Nein, ich habe das auch noch nicht. Aber hier ist ein Punkt, Birgit. Ich weiß nicht, ob der Punkt was zu bedeuten hat. Einmal habe ich es geschafft. Meinst du den ersten? Hier sind mehrere Punkte. Da ist ein Punkt, hier ist ein Punkt und da ist noch ein Punkt. Ja, ja. Weißt du nicht, welchen Punkt man nimmt? Ich mache jetzt einfach zack. Hey, der ist ja fast zack. Oben gewesen. Welchen? Ah, schade, schade, schade. Ja. Er hatte noch ein bisschen zu viel Speed drauf, dann wäre er zumindest hier gelandet. Meiner nicht. Ui, deiner ist von der Schräge abgeprallt. Ah. Der ist genau da, wo meiner auch ist. Aber der ist von der Schräge abgeprallt. Schade, schade. Warum bringst du mich dieser komische Ball jedes Mal an? Dass er nicht. Der hatte irgendwas vor mit mir. Sonja, der mag dich. Alles gut. Jetzt guck, jetzt kommt er wieder ganz runter. Das ist ja das Problem bei diesem Schrägen. Obwohl die Fläche da oben überhaupt nicht so klein ist. Haut ja wieder unten ab. Ich glaub's doch nicht. Schwupp. Nein. Zwei Etagen wieder runter. Ich sag ja, wenn er einmal den Speed von der ersten kriegt, dann ist Schluss mit lustig. Wie ist er denn jetzt versteckt im Gestrüpp? So, jetzt aber. Jetzt versuche ich ihn mal etwas schräger. Ha, bleib oben. Ja. Ich sehe es nicht, ich habe hier so ein... Also ich habe mir jetzt ein Stück weit Bein dagegen... Nicht, so ein blödes du hast das Gestrüpp jetzt vor mir. Ja, weil ich dieses blöde Gestrüpp vor mir habe. Jetzt rollt er wieder runter. Nein! Ja, und ich habe dieses... Das war jetzt aber so ein Zentimeter wirklich. War das Gestrüpp? Also ich habe es jetzt... ich hatte es jetzt versucht hier gegen die Schräge, damit er, wenn er da dran titscht, dann geht er wenigstens nach hier. Dass er hier oben liegen bleibt. Ja, das ist aber auch nicht so doll, Mann. Naja, wieder runter. Ja. Jetzt ist er oben, oh Gott. Der ist ja auch zum Entspannen, sagen wir mal. Ja, ist auch immer noch nicht drin, der Ball. Nein! Der will heute nicht. Die sind heute nicht gut motiviert. Ja. Die sind überhaupt nicht motiviert, die Bälle. So. Also nächstes Mal nimmst du mal einen anderen jetzt? Ball, der kriegt mich die ganze Zeit an mir. Ja, ich nehme den nächsten wieder. Vielleicht sollte ich doch mal den mit dem toten Kopf nehmen, ich weiß es nicht. So, eigentlich darf der ja nur ein Stück nach da, ohne dass er abhaut. Schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ja. Ah, nein, direkt ins erste Loch. Super. Ich wollte eigentlich da hinten durch. Nee, meiner geht da hinten auch lang. Denn ja, das ist auch fast schwierig. So, fast so. Schön wäre es, wenn er hier im ersten gelandet wäre. Ne? Das hatte ich auch so gedacht. Dann hätten wir schon... Aber anscheinend... Warte mal, ich habe mir gar nicht weiter, wenn nächstes Mal was überlegt. Wenn du den von hier oben anschießt, hier gegen den Balken knallst, hier gegen. Hier? Hier runterschießt. Meinst du hier gegen jetzt den gegen Balken diesen hier? Dann könnte er runtergehen. Ach so. Das ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Ja, dann musst du ihn richtig... Ja, aber jetzt können wir es... Dann musst du ihn richtig pfeffern, würde ich sagen, ne? Nicht mehr, weil wir ja jetzt schon hier sind. Nee. Aber ich meine nur, das könnte klappen. Boah, ich hätte eben gedacht, roll bloß darüber. Ja, das ist jetzt... Das könnte klappen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil der eigentlich ja nach da muss. Das ist jetzt... Wie kriegen wir ihn nach da? Ich weiß nicht, ob das hier gut über Bande geht. Ja, doch geht. Also zumindest schon mal bis zu dem Punkt. Ach, was mache ich denn da? Kommst du dran?
Meiner ist weg. Der hat sich eine Auszeit genommen. Ich weiß nicht, schaffst du das? Schaffst du das, wenn, ja, der, wenn der hier gegen geht, ob der dann rüber geht? Das weiß ich nicht. Er hat verkehrt geschossen. Vielleicht verkehrt gezielt oder so. Probier es jetzt nochmal. Ja. Normalerweise könnte man das schaffen. Ui. Oder auch nicht. Ja, ja, weil an das wüsste ich jetzt das auch nicht. Das hat einmal jetzt schon gemacht. Immer besser. Na, das Problem ist ihn ja da auch sehr... Schlag da immer daneben. Sehr genau hinzukriegen. Genau. Das genau, ist ja das Problem. Ab. Oh, jetzt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist es. Nein! Hast du das gesehen? Das gibt der ja, der ist gegen die Innenwand von und dem Loch, das glaube ich ja jetzt nicht, und springt wieder raus. Das ist ja, die meinen es heute nicht wirklich nicht gut. Gut hier für mich. So, wie war das? Ich glaube, der muss hier rein, ne? Kann das sein? Und dann geht er von, geht er nach da? Naja, aber erstmal treffen, ne? Dazwischen. Also heute habe ich ja richtig auch nicht blöd gut gespielt. Ah. So viele Pluspunkte. Naja, okay. Na? Ich habe auch plus 6. Naja, 6, aber plus 17, gut, das ist schon ganz schön viel. Ah, okay. Aber ich sag ja. Nein! Hör mal! Hole in one! Ja, das ist was ist das? Das habe ich ja noch nie bei der Bahn geschafft. Das glaube ich ja jetzt nicht. Und dann noch gefilmt. Das ist ja echt. Oh. Nein. Jetzt habe ich es drüben geschafft. Ja, ist besser, wenn der, glaube ich, du hast mir das nämlich immer gesagt, besser, wenn der von diesem, nicht Kreisel, von dieser Schnecke hier mitgetragen wird. Ach, also hinten, da hinten. Jetzt. Ja, aber das mache ich sonst immer, dass er hängen bleibt oder durchgeht und abhaut. Deshalb, Hole in One bei dieser Bahn, das ist schon. Oh, jetzt habe ich ihn zu schwach gemacht. Eine Verbesserung. Oh, ich schaff das nicht mehr. Das ist jetzt auch gar nicht so. Weil jetzt liegt er richtig blöd. Ah, warte mal, wie hätte ich ihn? Soll ich ihn richtig doof liegen? Er wollte ja immer weiter. Achso, jetzt habe ich schon die 16. Nein, schon wieder. Der haut da schon wieder ab. Oh. Was mit dem Schlag denn? Nein, pass auf. Ah, schade. Ja. Knapp. Jetzt habe ich aber Schlaglimit erreicht. Ja, doch, das glaube ich jetzt doch nicht. Plus 21, ey. Gerade jetzt, wo er da liegt. Mensch. So, wie war das jetzt hier? Wenn der da runter... Ne, das hast du ein... Ah, dann haut der da auch ab. Na, super. Ich versuch's einfach. Das kann ich auf meine ich Zeit. Ich versuch es einfach. Flumpf! Weg ist er. Es hat doch was zu bedeuten, wenn da dieses Gemäuer noch ist. Dachte ich mir jetzt. Ja, guck mal, der ist aber. Der ist aber wenigstens drüber. Das ist doch schon mal gut. Machst du noch mal B? Lass mich noch mal schauen, wo du den jetzt. Ach, du hast den einfach nur gerade runter, ne? Letztendlich. Mhm. Gut. Schauen wir mal. Mit dem gerade spielen, das ist ja immer so ein. Oder Löcher spielen. Na, siehst ja, du, oder so. Geklappt. Muss der Kürbis auch noch hier ankommen. Ah. Aber der guckt dich doch jetzt nicht an, der ist jetzt platt. Aber jetzt musste ich echt gerade fast lachen, ne? Ja, jetzt Nein. Hält der Ball noch ab. Weil die haben mit dem Kürbis was weil der immer nicht gesagt, der ist platt. Ja, weil du irgendwas mit platt gesagt hast. Der guckt dich gar nicht an, der ist doch eh platt. Der ist doch fast platt. Pass auf, der verhungert, ich sag's dir. Ja, du bist ein Kürbis. Man weiß auch, was gerade geschnitzt ist, aber der scheint wohl gerade geschnitzt zu sein. Ne? Ich sag dir das, hör mal. Das hat bestimmt damit zu tun. Die Nase guckt raus, der kann nicht gerade. So, war das jetzt mit voller Granacha hier? Ach, jetzt müssen wir auch noch wieder hier zurück. Mhm. Oh. Den habe ich aber.
Hör mal, den Glück gehabt, dass der wieder da auf der Bahn ist. Hör mal, der ist der Klasse. Ist ja hier gleich hier vorne. Ja, mach mal B. Ja, schau mal, mach mal B. Das ist ja interessant. Ach, du hast den hier vorne schon. Oh, ich hab den über den Stein gekloppt da. Guck mal. Ja. Ja, weil der so viel Speed hatte. Da war der echt. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Krass, ne? Den hast du richtig. Jo, den hast du gut da. Hast du den Fussel hier ich genommen? Ich weiß, ich habe einfach was? Drauf los. Oder hast du den absichtlich? Ja. Und mit voller Speed musst du machen. Nee, deiner siehst du. Aber meiner geht. Ja, der hatte zu wenig Speed vielleicht. Okay. Der Kürbis war zu schwer. Weißt du, wie schwer so ein Kürbis ist? Ja, das kann schon sein. So. Ich glaube, da vorne müsste er gegen. Relativ gerade. Ja, und kommt er? Ja, er kommt. Ja, gut. Aber okay. Da muss ich immer an, wenn ich an den Kürbis denke, dann möchte ich mal was erzählen. Meine Kleine, also meine Große, die jetzt erst im Kindergarten gegangen ist, da war auch Halloween. Und die war sehr klein. Die war wirklich die kleinste im Kindergarten. Ja. Und die kam mit dem größten Kürbis an. Also, und da kam die Erzieherin und sagte, die kleinste kommt mit dem größten Kürbis. Das habe ich da gelacht. Die hatte wirklich so einen Apparat, ne? Und die anderen so kleine. Oh, nee. Habt ihr den selber auch geschnitzt? Nee, den haben wir von jemandem vom Garten gekriegt. Deswegen war der scheinbar so riesig. Und die anderen müssen den irgendwo gekauft haben. Und das sah dann so witzig aus. Ja, die gibt's. Aber ihr habt den selber, du hast den selber geschnitzt mit Nein, Augen das haben und wir Nase im Kindergarten dann gemacht. Die oder? Haben wir nur mitgebracht. Ach, das haben sie ja, im Kindergarten. Ja, wir sollten einen Kürbis mitbringen. Und die Toll. Denise, die kam dann wirklich mit dem Kürbis da. Einem Riesengartenkürbis. Ja. Und war halt die kleinste, ne? Das war ja so witzig. Ja. So. Ach, ja. das ist das 18er. Schauen wir mal. Also vier Schläge. Ach, jetzt darf man ja auch nicht. Ui. Wo ist der denn jetzt? Hör mal, wie hast du. Wo ist denn der? Der ist unten auf den Stein getitscht und bis zum Feuer hoch. Das ist ja jetzt mal krass. Ah, der muss da. Ja. Das glaube ich ja jetzt nicht. Wo ist denn der hin? Das glaube ich ja jetzt nicht. Ins ja, Feuer. Ja, ist er weg. Der ist unten auf den Stein mach doch mal B, dann siehst du das ja. Der ist unten aufgetitscht auf diesen Stein. Tum und bis ins Feuer hoch. So ist der gesprungen. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das war klasse. Also mit dem Stein, das ist ja nicht schlecht, aber wenn der bis ins Feuer hoch. Na gut, das ist natürlich jetzt. Jetzt kriegt man ihn jetzt dahin. Ne? Ah, nein, doch nicht wieder runter. Da gibt es garantiert auch eine andere Möglichkeit, den da hinzukriegen. So. Genau, du hast es super. Jetzt habe ich mir auch gedacht, wenn der Stein schon so. Ja, der Stein ist zu viel des Guten. Komm. Yep. Der Kürbis ist angekommen. Drüben ist er. Der Kürbis ist angekommen. Der ist bestimmt gleich ganz schön matschig. Okay. Aber er liegt noch relativ gut. Wo ist denn das Teil da? Moment. Ja, ich glaube, es ist doch besser, wenn ich hier rumspiele, oder? Ich brauche da gar nicht hingucken. Das ist ja jetzt gar nicht so einfach. Was? An das Feuer oder wo? Nein, nicht so ganz. Ist da noch dran getitscht? Ist noch nicht drin. Ich dachte, da ist schon. Yeah. 18. Bahn. Ah, plus nee, 20. Ich habe gewonnen, Birgit. Wusstest du das? Ganz gerade. Die haben gewonnen. Die Pluspunkte haben gewonnen. Ja, wie immer. Obwohl dieses Mal, nee, diesmal geht's eigentlich. Ja, also ich habe diesmal ganz schön reingehauen mit meinen Pluspunkten. Ich habe plus 5. Guck mal, ich habe plus 20 gemacht. Ach Gott, Sonja. Du hast dich hier
ausgetobt. Sag es einfach ja, so. Ja, aber mein Rekord war bei 65 minus 1 hier. Also ich glaube, ich habe einen Rekord gemacht, weil meiner ist jetzt bei 69 plus 5. Ich glaube, ich war schon schlecht. Ja, hast du 9 gemacht? Aber das meine ich auch. Ich habe 9 gemacht. Ja, ja, ich habe jetzt den, cool. den Rekord, der hier, also den ich jetzt hier gespielt habe. Ich habe mich, glaube ich, verbessert. 69 ja, habe ja, ich jetzt. Ja, aber bei mir war ja 65, ja, Strich 1 steht bei mir. 65. Und jetzt habe ich... Also die Bahn hier, die Bahn, die hier hochgeht, die 9er, das ist immer so das Schlaglimit ja. eigentlich. Da, wo du auch hattest hier, wo sie den steilen Berg ja, hier hochgeht. Das da habe ich auch immer nicht sehr gut abgeschnitten. Ja. Deshalb ist es wahrscheinlich, da habe ich, guck mal, 3 Schläge. Das habe ich sonst nie in 3 Schlägen erledigt. Nee, das stimmt. Diese Bahn. Die haben wir richtig gut gemacht. Naja, gut. Ja, und das Hole-in-One, ne? Das ja, darfst du das jetzt hat auch natürlich nicht vergessen. Auch noch mal das habe ich ja auch noch nie gehabt. In ja. dieser. Das hat auch noch mal richtig reingeklappt. Mit dieser Schnecke, mit einem Schlag dadurch. Also, das hätte ich ja. jetzt nicht vermutet. Deshalb war das gar nicht so übel. Ja, das stimmt. Nee, haben wir doch gut ja. gespielt. Außerdem hat Spaß gemacht. Ja, das ist ne? die Hauptsache, Birgit, ne? Hier in der Umgebung. Genau. Wunderschön, finde ich das. Dann machen wir demnächst nochmal. Wollen wir ins Hauptmenü? Ja, alles klar, Hauptmenü.